Ein historischer Moment in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes. Der Verband stellt seine erste E-Football-Nationalmannschaft vor. Das ist ein wichtiger Schritt für den DFB. Wir haben viele Diskussionen zu dem Thema intern geführt. Aber ich glaube, es ist absolut an der Zeit, dass sich auch der DFB als Sportfachverband mit diesem Thema auseinandersetzt. Und dann ist es nun logisch, dass man auch als Fußball, als organisierter Fußball eben diesen Trend aufgreift und die jungen Menschen, die begeistert an der Konsole Fußball spielen, auch ein Angebot gibt. Aus dem 20 Mann starken Kader schickt der DFB zwei Spieler zum E-Nations Cup nach London. Michael Bittner und Mohamed Hakus heißen die Auserwählten, die am 13. und 14. April um den ersten E-Sport-Titel für Deutschland kämpfen. Trotz der Euphorie der Nominierung, ihr Sport immer noch unter kritischer Beobachtung. Es ist kein klassischer Sport. Klar, wenn man jetzt an Sport denkt, dann denkt man erstmal ja, Ausdauer fordernd, dass man danach aus der Puste ist. Man ist in gewisser Weise aus der Puste, aber nicht ausdauerlich, sondern mental. Wenn ich jetzt 5 bis 10 Stunden mich voll konzentrieren muss, um mich für ein Turnier zu qualifizieren, um meine Ziele dann zu erreichen, dann bin ich danach erledigt. Und das ist zu vergleichen mit den Höchstleistungen, die auch Sportler bringen. Höchstleistungen benötigen Bittner und Hakus auch beim E-Nations Cup in London. Die DFB-Profis zählen bei dem Turnier zu den großen Favoriten. Deutschland ist jetzt in der Breite und auch in der Jugendarbeit wirklich das beste Land. Also wir haben die meisten guten Spieler und ja, wir sind extrem stolz darauf. Aber ja, wir haben in der Gruppe Brasilien, Argentinien zum Beispiel und die sind auch vom Namen her und von den Spielern auch sehr stark. Mit der Nominierung des DFB-Kaders ist der E-Sport endgültig in Deutschland angekommen. Vielleicht heißen die nächsten deutschen Titelhelden nicht Groß oder Kimmich, sondern Bittner und Hakus.